Es ist wohl immer noch das mächtigste Amt der Welt, die US-Präsidentschaft. Ganz freiwillig hat sie bislang wohl niemand losgelassen. Wer als Präsident in die Geschichtsbücher eingehen will, muss wiedergewählt werden und ein Two-Term-President werden. Nach zwei Amtszeiten ist laut US-Verfassung dann Schluss. Doch am Ende einer zweiten Amtszeit wäre Joe Biden 86 Jahre alt. Und für immer mehr Amerikaner ist noch nicht einmal diese Zahl entscheidend, sondern wie altersschwach er heute bereits wirkt. Sein Auftritt beim TV-Duell gegen Donald Trump schockte nicht nur im eigenen Land, sondern weltweit. Nun wagte er sich wieder vor eine TV-Kamera. Dem US-Sender ABC gab er ein 22-minütiges Interview, das die Sorgen jedoch nicht schwinden ließ. Stefan Niemann. Schon wieder diskutieren Sie den Geisteszustand des Präsidenten. Denn das TV-Interview, von dem Bidens Berater sich einen Befreiungsschlag erhofft hatten, konnte Zweifler und parteiinterne Kritiker nicht überzeugen. Sind Sie mental und körperlich in der Lage, vier weitere Jahre zu führen? Ich denke schon und würde nicht antreten, wenn dem nicht so wäre. Ich trete nochmal an, weil ich glaube, dass ich am besten weiß, was getan werden muss, um diese Nation auf ein ganz neues Niveau zu bringen. Aber sind Sie auch ehrlich mit sich, wenn Sie Ihre Fähigkeit einschätzen, Donald Trump zu schlagen? Ja. Ja, ja, ja. Von miesen Umfragewerten will Biden nichts hören. Seine kognitiven Fähigkeiten würde er doch täglich im Amt unter Beweis stellen. Aber vielen reicht das nicht. Selbst wohlmeinende Parteifreunde halten einen Rückzug des Präsidenten aus dem Wahlkampf für alternativlos. Manche sagen das auch offen. Joe Biden ist ein guter Mensch, ein amerikanischer Patriot, aber ich sehe es jetzt als noch dringender an, dass er beiseite tritt. Es geht ja nicht nur um Bidens schlechte Performance beim TV-Duell, sondern um die dadurch gesäten Zweifel an seiner Fitness. Wir haben noch Zeit, auf die Siegerstraße abzubiegen und können Trump auch schlagen, wenn wir jetzt eine kluge Kurskorrektur vornehmen. Und wenn Sie im Rennen bleiben, aber Trump gewählt wird und alles, wovor Sie gewarnt haben, passiert, wie würden Sie sich fühlen? Ich glaube, solange ich alles und mein Bestes gegeben hätte, darum geht es doch. Ich glaube nicht, dass jemand qualifizierter ist, Präsident zu sein oder diese Wahl zu gewinnen, als ich. Unterstützung bekommt Biden nach seinem TV-Interview von einem, dem Ambitionen auf die Präsidentschaftskandidatur 2028 nachgesagt wurden. Das war der Joe Biden, auf dessen Wiederwahl als Präsident der USA ich mich freue. Doch im Kongress regt sich neuer Widerstand. Eine Gruppe demokratischer Senatoren will kommende Woche versuchen, den Präsidenten doch noch zum Rückzug aus dem Wahlkampf zu bewegen.